Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Story About My Uncle. Und wir sind beim letzten Mal in diesem Dorf hier gelandet. Von Froschwesen. Und wir wissen nicht genau, woher sie kommen. Aber es hat irgendwas mit unserem Onkel zu tun, der, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen wie eine Art Heiliger hier in diesem Land ist. Und er soll hier irgendwo sein. Allerdings soll der Dorfälteste wohl mehr wissen und den müssen wir jetzt suchen. Da sind wir immer noch auf der Suche. Okay, die Frage ist, wir probieren es einfach mal. Wo kommen wir denn da hin? Eigentlich, wo lassen wir uns denn jetzt hier mitschleifen? Nein! Okay, da drüben müssen wir hin. Ich hab's schon gesehen. Glaube ich zumindest. Wir müssen nur... Hip! Okay, wir müssen nur ihn hier erwischen. Und dann müssen wir da unten hin. Oh, weia. Wird das was? Das wird doch nix. Aber hier auf dieser kleinen Mini-Plattform... Ja. Sind wir tatsächlich angekommen. Das war auch richtig so, weil den Sprung hätten wir nicht geschafft, denke ich. So, und jetzt müssen wir da rüber. Noch geht das nicht, aber wir rennen mal. Hüpp. Jawohl. Das wäre geschafft. Meine Güte, das war ein ordentlicher Sprung. Und dann gucken wir mal, ob wir den Dorfältesten hier finden. Und was ist das hier? Das scheint der Dorfälteste zu sein. Unter dem Baum des Lebens oder so? Sind wir hier bei Avatar gelandet? A stranger in our halls. Welcome. Our name is Samuel. And we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Be safe. Be safe. Take care of her. Das werden wir. Wir werden auf sie aufpassen, lieber Freund. Vielen Dank, großer Meister. Vielen Dank. König von Gangan City. Vielen Dank. Das ist der Kristall, den wir bekommen sollen. Scheinbar. Und den werden wir jetzt einsammeln. Und damit können wir jetzt, so wie ich das verstanden habe, dreimal in der Luft uns irgendwo festhaken.
I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Aber Maddie ist doch ein kleines Mädchen. Und wir sind ein großer Kerl, der gerne runterfällt. Nein! Ach Mann, ey, das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Ihr denkt vielleicht, boah, ist ja schlecht, aber so ist das nicht. Yep. Okay, geschafft. Da muss man sich echt ganz schön konzentrieren, ey. Das ist wirklich nicht so einfach. Muss man wirklich sagen. Aber mir gefällt die Spiel, Mechanik. Die gefällt mir doch sehr. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich vermute mal dort. Also werden wir jetzt einen gewagten Sprung machen. Yep. Und wieder runterfallen. Also, mir kann niemand... Verzeihung, liebe Freunde. Mir kann niemand erzählen, dass... Das war gut, das war gut. Mir kann keiner erzählen, dass das hier jemand... Oh, ich bin wieder in der Wand gelandet. So, jetzt geht's. Dass das hier jemand schafft, ohne zu sterben beim ersten Mal. Das ist ja gar nicht so einfach. Und ich habe einen Frosch im Hals. Was soll denn das? Den möchte ich nicht. Wieder ein Aufzeichnungsgerät, was ich ja sehr gerne einsammle. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was es mir bringt, aber... Ja, vielleicht bringt es ja was. Auf der Suche nach unserem Onkel. So, okay. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Ringe und müssen da drüber. Na komm, das schaffen wir doch. Das schaffen wir doch blind. Und Tap. Nummer 1. Okay. Nein. Ach, ich hab nervöse Finger. Ich hab nervöse Finger. Ich lasse immer wieder los. Na komm. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ja. Dieser Gesinn. Yep. Na komm schon. Na bitte. Oh, das war aber ein weiter Flug. Okay. Hier ist noch ein Aufzeichnungsgerät. Ein kleiner Schlafplatz. Interessant. Okay, na komm, weiter geht's. Weiter geht's. Tiefer in die Katakomben. Von diesen, ja, Fischmenschen. Naja, Fischmenschen sind es ja nicht. Es sind eher Froschmenschen irgendwie. Die ja aus den kleinen Froscheiern geschlüpft sein sollen. Hep! Komm, nimm mich mit. Du jetzt aber. Hallo. Lieber Stein. Ich habe keine Energie mehr. Vielleicht schaffe ich es ja da hinten hin. Ja. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt werde ich unaufmerksam. So, erst aufladen, dann springen. Dann festhaken. Und dann schon wieder nervöse Finger haben. Ach, jetzt hätte ich es geschafft, wenn ich nicht diese... Mann, das ist doch hier ein Sterbe-Let's Play. Ist eine neue Art des Let's Plays, habe ich gehört. Let's Die. Vielleicht sollte ich es so nennen.
Let's die. Ja. So, hep. Es ist echt, es ist sehr gut. Ich spiele sehr profimäßig. Ey, das... Das regt mich jetzt ein bisschen auf, langsam. Also langsam, aber sicher reicht's mir. Ich spiele ja wie ein... Loser. Freunde. Tut ihr euch das hier eigentlich wirklich an? Eigentlich? Hip. Freiwillig? Scheinbar. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Und es war wieder falsch. Nein. Okay, Moment. Es ist doch, kann doch wohl nicht so schwer sein. So, und jetzt rennen und abspringen mit unserem Supersprung. So, und jetzt nehmen wir uns diesen Stein. Ganz entspannt. Und, komm schon, bitte. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Jetzt rage ich gleich ein bisschen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, okay. Wir... Lass uns tragen. Ja, ist klar, wenn ich da gegen den Kopf stoße, ey. Regt mich das auf jetzt. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Na komm. Na komm, bitte. Jetzt aber, komm. Es gibt's nicht. Ey, da wollte ich in der Luft ausgleichen, ja, weil ich dachte, nö, das schaffe ich nicht. Also, oder ich flieg darüber hinaus, ich schieße übers Ziel hinaus, leg ein Stück nach hinten. Jetzt aber, jetzt drücke ich nicht nochmal, so. Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. Gut, das war der Sprung in den neuen Abschnitt, deswegen war der wahrscheinlich so schwer. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well, or was it something else? Das ist eine gute Frage. Und Tatsache, es ist hier wirklich sehr dunkel. Und ich habe dich gehört. So, und jetzt sind wir in dieser Höhle unterwegs, die sehr, sehr dunkel ist. Mit vielen Schatten. Aber auch sehr viel Licht. So ein bisschen fühle ich mich so ein bisschen wie Iron Man mit meinem Anzug. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, vor allem in meinem Anzug, ich könnte irgendwie mit meinen Handschuhen, meine ich, könnte irgendwie was abschießen oder so. Das wäre ja ziemlich cool. Aber ich glaube, so ist das Spiel nicht. Deswegen habe ich es zum Teil auch ausgesucht. Weil es halt sehr kreativ ist. Es ist halt ein besonderes Spiel irgendwie. Und ich bin ja immer auf der Suche nach besonderen Spielen, die irgendwie was haben, irgendwas Besonderes. Und das ist, glaube ich, definitiv eins von diesen Spielen. Und das war in der Tat mal nicht allzu schlecht. Ich habe es direkt beim ersten Anlauf geschafft. Man mag es ja nicht glauben, aber ganz dämlich bin ich noch nicht. So. Okay, das war ziemlich knapp. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. So. Yep.
Es ist ja doch recht einfach, wenn man weiß, was man machen muss. Und es ist ja auch, wie soll ich sagen, wenn man weiß, wann man loslassen muss. Es ist ja wirklich nicht allzu schwer. Na komm, wir rennen mal da hinten hin. Was gibt's denn hier? Was ist denn das? Für eine Pflanze. Hübsch. Huch. Was soll dieser Bass hier in der Ecke? Und was sollen diese Schriftzeichen? Unbehaglich. Irgendwie unbehaglich. Ah, da war... Irgendwas scheint hier zu sein. Irgendwie, wir sind nicht allein. Ich spüre es irgendwie. Es muss hier etwas sein in dieser Höhle. Versteckt in der Dunkelheit. Und so wanderten wir vorwärts. Maddie? Wo ist Maddie? Wo kann sie nur sein? Hi, I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. It feels better when Fred is around, but... I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, "Don't move when the eye is open," I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. You're not going to drop me, right? Okay, let's go. Madeline climbed up on my back, and with the suit on, I could barely feel the extra weight. Ich bin begeistert von ihrem Sprung. Ich meine, sie ist direkt über mich rüber gesprungen, also von vorne über mich rüber, hat dabei scheinbar ein Salto gemacht. Und ist auf meinem Rücken gelandet. Die ist echt gut. Das Mädel. Und den Hinweis, den werden wir uns mal behalten. Nicht bewegen, wenn die Augen geöffnet sind. Das... Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber wir werden es herausfinden. In dieser Höhle hier. Mit dem... The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Hier ist eine Sackgasse, oder? Hier ist eine Sackgasse. Hallo? Aber Sackgassen? Halt, stopp. Gut, hehehe. Gut, Sackgassen sind ja, wollte ich gerade sagen, für uns eigentlich kein Hindernis. Bloß diese... Diese Sackgasse hier scheinbar schon. So. Gefährlich, diese Schlucht. Gefährlich, diese Höhle. Ohne zu wissen, was uns erwartet. In den Untiefen der Höhle. Hallo? Boah, das war knapp. Gut, durch die Wand kann ich natürlich nicht durch. Aber das war echt knapp, ich dachte schon. Und was ist das?
Wo sind wir denn da gelandet? Das, liebe Freunde, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Von Let's Play A Story About My Uncle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und passt da gut auf euch auf. Vor allem in der Dunkelheit. Macht's gut. Und ciao, ciao. Euer Valerius.